Die Oktonauten sitzen zusammen in ihrem Oktopod und Professor Tintling erzählt von seinem Urgroßvater, der ein erfolgreicher Meeresforscher und auch ein bekannter Buchautor gewesen ist. Oktonauten, mein Urgroßvater hat einmal die Gewässer erforscht, in denen das Oktopod heute vor Anker liegt. War er etwa auch ein Meeresforscher, Professor? Ja, in der Tat, Captain Barnius. Er hat dieses Buch über die faszinierende Unterwasserwelt geschrieben. Aber es steht ein Geheimnis hier drin, das ich nie lösen konnte. Ja, ich liebe Geheimnisse. Dann hör dir das an, Quasi. Es war eine wundervolle, sternenklare Nacht. Das Meer war vollkommen glatt und ruhig, als auf einmal etwas aus dem Wasser sprang. Etwas ganz besonders Bemerkenswertes. Und dieses Etwas war ein... Ein was? Genau das weiß ich nicht, denn offenbar hat jemand die nächste Seite rausgerissen, siehst du? Oh. Professor, wir sind doch im selben Teil des Ozeans, wo dein Urgroßvater etwas Faszinierendes aus dem Wasser springen sah. Möglicherweise können wir herausfinden, was es war. Das wäre wirklich schön, Captain. Da ist eine Karte in dem Buch, die uns vielleicht weiterhelfen kann. Der Professor schlägt das Buch zu und reicht es Captain Barnius. Hier, wieso nimmst du es nicht einfach mit? Oh, meinst du wirklich? Es hat meine Bibliothek nie verlassen, aber... Wir werden gut drauf aufpassen, Professor. Versprochen? Keine Sorge, Professor. Ich packe es in meine spezielle wasserdichte Tasche, nur um ganz sicher zu gehen. Also gut, Sebastian. Oktonauten in den Schleusenraum! Im Schleusenraum steigen Captain Barnius, Quasi und Sebastian gleich in die Guppy B und machen sie startklar. Öffne die Oktoluke, Trixie! Alles klar, Captain! Ihr Ziel ist die Meeresoberfläche. Aber als die drei auftauchen, ist weit und breit nichts zu sehen. Ich sehe nicht das Geringste. Am besten werde ich mal einen Blick in das Buch des Professors werfen, ob wir hier richtig sind. Na gut, geh aber vorsichtig damit um. Natürlich gehe ich damit vorsichtig um. Am besten halte ich es einfach fest, während du nachguckst. Ich kann es sehr gut selbst festhalten. Sebastian und Quasi greifen beide nach der Tasche, in der das Buch ist, und zerren daran herum. Plötzlich macht Captain Barnius eine Entdeckung. Quasi, Sebastian, seht euch das an. Dicht über der Wasseroberfläche fliegt etwas direkt auf sie zu. Oh, fliegende Fische. Als die fliegenden Fische über die Guppy hinwegfliegen, rutscht Quasi die Tasche aus der Hand. Sie fällt über Bord und bleibt an der Schwanzflosse von einem der fliegenden Fische hängen. Aus dem Weg! Ich werde es holen! Aber Quasi schafft es nicht, den Fisch mit der Tasche an der Schwanzflosse einzuholen. Er schwimmt wieder zurück und klettert an Bord. Diese fliegenden Fische haben das Buch des Professors. Wir werden es wiederbekommen. Captain Barnius lässt die Guppy B wieder abtauchen und nimmt die Verfolgung des Schwarms auf. Als sie die fliegenden Fische fast eingeholt haben, entdeckt Quasi durch sein Fernglas den Fisch mit der Tasche an der Flosse. Da vorne ist er, Captain. Gut festhalten. Gleich haben wir sie geschnappt, Captain. Jetzt können sie uns nicht mehr entkommen. Oh. Es wird möglicherweise etwas schwierig, sie zu schnappen. Wenn fliegende Fische vor irgendetwas auf der Flucht sind, dann springen sie nämlich aus dem Wasser. Und seht nur, sie fliegen einfach weg. Jetzt erwischen wir sie bestimmt nie mehr. Auf, auf, autsch. Da schwimmt einer, der nicht entwischt ist. Einer der Fische treibt auf der Wasseroberfläche. Es ist schrecklich still hier unten. Captain, was ist das für ein Geräusch? Das ist bloß unser Propeller, Peso. Der macht immer so ein Geräusch. Plötzlich geben die Außensensoren Alarm. Und was soll das bedeuten? Direkt vor uns ist etwas unheimlich Heißes. Klappriger Klabautermann. Ist das etwa Rauch? Die Guppy A gleitet langsam zwischen langen, schmalen Felsen hindurch, aus denen Rauch aufsteigt. Ach du lieber Lungenfisch. Wir haben ein paar Hydrothermalquellen entdeckt. Was ist eine Hydrothermalquelle? Das ist so eine Art Unterwasservulkan. Da kommen unheimlich heißes Wasser und schwarzer Rauch raus. Alle die Helme aufsetzen? Das ist der perfekte Platz, ein Tier zu finden, das noch nie zuvor einer gesehen hat. Oktonauten, gehen wir's an! Captain Barnius und die anderen steigen aus.
Mit den Scheinwerfern auf ihren Helmen suchen sie den dunklen Meeresboden ab. Sebastian entdeckt zuerst etwas. Eine Napfschnecke sitzt auf seinem Helm. Ich habe eine Napfschnecke entdeckt. Das ist aber nichts Neues. Und das da sind Röhrenwürmer. Sie leben in der Dunkelzone. Sie sind faszinierend, aber leider nichts Neues. Seht mal da! Piso hat etwas Großes entdeckt und schwimmt näher ran, um es besser erkennen zu können. Es sieht unheimlich groß aus. Das sind nur Felsen. Tut mir leid, Sebastian. Das ist ein Tiefseefisch. Leider auch kein neues Lebewesen, fürchte ich. Dann suchen wir mal weiter, Oktonauten. Schon ein paar Meter weiter fällt Piso ein Felsen auf, der total durchlöchert ist. Sebastian? Was sind das für Löcher? Interessant. Ich habe schon mal einen Stein mit ganz genau solchen Löchern gefunden. Ich habe aber nie rausgefunden, von wem diese Löcher stammen. Nehmen wir eine Gesteinsprobe mit. Ich hole den Steinschneider. Als Quasi und Captain Barnius eine Gesteinsprobe herausgeschnitten haben, bricht der Stein in zwei Hälften auseinander. Ist nicht so schlimm. Jetzt kann ich mal einen Blick hineinwerfen. Vielleicht lebt ja irgendetwas hier drin. Hat uns heute alle hierher eingeladen, um uns ihre neueste streng geheime Erfindung zu zeigen. Fertig, Trixie? Fertig, Captain. Eifrig schraubt Trixie Boxen an die Außenhaut der Guppies an. Augenblick, was schraubst du da an meinem Schiff? Jetzt verdreh dir nicht gleich die Ohren, Quasi. Das Ding hier wird dafür sorgen, dass die Guppies nicht mehr so viele Beulen bekommen. Hä? Sie werden nie wieder irgendwo gegenfahren. Nie wieder? Aber selbst die besten Fahrer können manchmal einen Fehler machen. Stimmt, genau. Aber wenn ich meine Fernsteuerung benutze und die kleinen Boxen einschalte, können die Guppies ganz von selbst fahren. Und genau das führt Trixie nun vor. Ich nenne es die Smart Guppy Fernsteuerung. Oh, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Eine fabelhafte Erfindung, Trixie. Ich hätte nie gedacht, dass eine Guppy mal so fahren könnte, ohne einen Fahrer hinterm Steuer. Keine blöde Fernsteuerung kann die Guppy B auch nur halb so gut fahren wie ich. Mit der Smart-Guppy-Fernsteuerung ist es ein Kinderspiel, die Guppies zu steuern. Hier, Sebastian. Dreh mal eine kleine Runde. Trixie drückt Sebastian die Fernbedienung in die Hand. Aber, ich bin nicht unbedingt der beste Fahrer. Sebastian steuert die Guppies direkt auf das Oktopod zu. Oh nein, seht nur! Sie krachen gleich gegen das Oktopod! Klappriger Klappbautermann! Keine Bange! Aber bevor die Guppies gegen das Oktopod stoßen können, springen die Alarmsensoren an den Boxen an und lassen die Guppies halten. Das ist ja unglaublich! Überwältigend! Wow! Mit der Smart-Guppy-Fernsteuerung sind die Guppies absolut aufprallgeschützt. Sie bleiben von selbst stehen, bevor sie gegen irgendwas krachen.